Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Hm? Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude, schönen Tag. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Wir gucken uns das hier erstmal an. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Ich würde wahrscheinlich erkennen, dass er zwei unterschiedliche Augenfarben hat. Oh, okay. Reflexion sogar. Ersatzteil, genau. Oh, Prototyp RK-200. Marke ist Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Zweifelt er? Okay, dann gucken wir uns mal um. Ein paar Punkte haben wir, ne? Damit haben sie schon Beweis, dass sie sich gewehrt haben, ne? Dass sie auch bewaffnet waren und geschossen haben. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt.
Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Ist hier wieder der Video, oder? Handabdruck. Handabdruck. Okay. Ich glaube, hier haben wir erstmal alles. Da hinten noch was. Oder ist das... Jetzt sind auch wieder die Anschlusslöcher, ne? Ja. Lass uns die auch nochmal untersuchen. Sturmgewehr. Somit hätten wir schon mal das. Den Ablauf. Sonst haben wir hier jetzt soweit erstmal nichts. Das ist ein großes Studio, ne? Also, ja, in der Studio ist es ja nicht, ist er. Dingens. Wo ist denn. Da ist die Küche. Schon. Wieder was zum Lesen. Gucken wir doch mal. Warte. Was haben wir denn hier Schönes? Blaues Blut. Isabella für eine Technologie, Revolution und Schufa. Ja. Green Earth. Run of Clean Food. Ich dachte, das schwebt. Na dann, mein Freund. Meine Freunde. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Ich dachte. Und ich werde herausfinden, wer es ist. Sie in Einzelnen jetzt befragen. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Prüfen. Die Abweichler wurden erwischt.
Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Ich glaube, der in der Mitte sitzt. Speicherprüfen. Kein Speicher. Kein Speicher. Kein Speicher? Warum? Foltern. Okay, dafür bin ich jetzt gar nicht. Gewalt ist auch kacke. Ich bin der Meinung, der in der Mitte ist der Abweichler. Weil er die ganze Zeit blinzelt irgendwie. Also wirkt als Android relativ nervös. Und hat keinen Speicher. Ich will es eigentlich nicht mehr, aber ich will auch gucken, was passiert. Biokomponente 8451 reguliert den Herzschlag. Ohne dieses Modul schaltest du dich in genau 63 Sekunden ab. Ich setze es wieder ein. Aber du musst mir die Wahrheit sagen. Bist du der Abweichler? Ja, das ist nicht. Du Abschaum! Du bist es! Du bist ein verdammter Abweichler! Na los, gib's zu! Hat uns doch geholfen. Also nicht nur einer, die unten am Empfang ja auch. Er hat gesagt, ich brauche Hilfe und sie hat gleich, war gleich dabei. Kein Abweichler. Untersuche den Übertragungsraum, überprüfe das Dach. Okay. Dann machen wir das. Ich dachte, weil der eine unten ihnen geholfen hat. Ne? Aber der hat hier keinen Speicher. Übertragungsraum haben wir fertig geprüft, ne? Ist nicht mehr. Können wir Henk irgendwas sagen? Sehr gut. Weitermachen. Warte. Was war das denn? Handabdruck. Aber den können wir nicht analysieren. Nein, okay. Da werden wir, wie hieß er nochmal? Simon finden wahrscheinlich, ne? Wenn er sich daran erinnert, ne? Erste Szene. Sie gehen durch das komplette Gebäude, an allen Wachen vorbei und springen mit einem verschissenen Fallschirm vom Dach. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Nice Move auf jeden Fall. Direkt analysiert, dass er eine Waffe hat. Das ist natürlich sehr interessant. Wie haben Sie so eine große Tasche hier reingekriegt? Haben Sie nicht. Sie wurde für Sie deponiert. Oh, das ist seltsam. Da planen Sie die perfekte Operation und verzählen sich bei den Fallschirmen. Es sei denn, einer der Abweichler ist noch hier. Ich meine, ihr habt blaues Blut gefunden. Hm.
Awesome. Dann ist die Frage. Was machen wir mit ihm, wenn, falls wir ihn finden? Wir werden ihn finden. Weil er scheint noch nicht. Hier. Da ist blaues Blut. Er ist hier lang. Da ist auch blaues Blut. Ich gehe mal trotzdem hier rum. Vielleicht will er uns auch auf eine falsche Fährte führen, aber nee, gut. Also er ist hier lang getorkelt. Hat sich hier nochmal abgeschützt. Hier vielleicht irgendwo rüber. Da ist noch ein Hinweis. Hier. Verhindern Sie das! Wenn Sie ihn zerstören, erfahren wir nichts! Wir können nichts tun, es ist zu spät, das wäre reiner Selbstmord! Dadurch wird er auch die Mission nicht verraten, ne? Schwierig, 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 ne? Die Entscheidungen, die schnell gehen müssen, sind echt schwierig. Ich meine, ein paar Minuten können wir ihn noch auslesen, theoretisch, ne? Theoretisch. Staatsfeind. Ging ich weiter? Achso, down. Beide haben unversehrt überlebt. Ja, wer weiß, ne? Wenn ich da zwischengesprungen wäre, wäre Connor entweder draufgegangen oder Hank hätte sich mit eingemischt und er wäre noch verletzt worden oder sogar draufgegangen. Diesmal hat er uns geholfen, ne? Hilfe, untersuche den Erdbeerhof? Hinterhof, okay. Wo sind die anderen beiden? Wo ist Alice? Vielleicht sind die zurückgeblieben an diesem Freizeitpark. Können wir sonst nichts, ne? Nur zu ihr. Oder ihm? Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drinnen. Können wir ihnen vertrauen? Ich weiß es nicht. Wir haben keine Wahl. Okay? Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Da wird dir ganz schnell warm.